Ja. Leute, ich stelle mir gerade vor, das ist ein Finger. Sie hat ja meines Erachtens sich durch. Ein wunderschöner Ausblick heute hier. Und der Kühlschrank kommt noch weg, das ist der von Inge. So, wie überall hier in der Türkei, in den Nebenstraßen, in den Gassen. Also sag mal, hier in Mamutlar oder überhaupt in Alanya gibt es überall Fachgeschäfte, kleine Läden. Der hier möchte jetzt nicht gezeigt werden. Ich habe schon angefangen, ein Video zu machen, also zu starten. Und zwar sind wir hier beim Schlüsseldienst. Und wir wollten, ne, ich wollte euch jetzt zeigen, wie das hier so funktioniert. Er sagte, nein, er will das nicht. Auch nicht seinen Laden oder sein Gesicht oder sonst was. Ich kann mir schon denken, warum. Ja, Leute, jetzt kann sich natürlich jeder sein eigenes Bild machen. Also Leute, die nichts zu verbergen haben, sagen, ja, mach doch. Für die ist Reklame immer gut. Ja, und derjenige, der das nicht möchte, dem kann ich natürlich, wie gesagt, das sind auch Rechte am privaten, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, Bild und Persönlichkeitsrechte und hin und her. Ja, also, schade, ich hätte euch leider gerne gezeigt, wo der ist, wo man da jetzt hingehen kann, wenn man mal einen Schlüssel nachgemacht haben möchte. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, das sind dann die was zu verbergen haben. Den empfehle ich dann natürlich auch nicht weiter, suche ich einen anderen. Tamam. Weil man kann jetzt reininterpretieren, was man möchte, aber offiziell werde ich da jetzt natürlich nichts weiter zu sagen. Das Geile ist, neben dem Schlüsselmann ist hier gleich noch ein Zahnarzt, wo man von draußen einfach so reingucken kann. Ich mache lieber, oh ne, ich habe Angst. Ich kriege ja jetzt schon. So, und wieder mal am Essen. Was ist Frühstück? Aber ich bin heute nicht alleine. Mittagessen. Die liebe Hallo. Pia ist auch mit dabei, genau. Wir gönnen uns ein Süppchen. Weil die Pia, die Liebe, ist ja wirklich immer dabei, wenn ich irgendwo Hilfe brauche und sonst was. Und immer da, wirklich. Also, ich hatte auch schon, wir haben mir so aus der Scheiße geholfen und haben mir wirklich so viel Unterstützung gegeben. Das könnte ich im Leben eigentlich gar nicht wieder zurückzahlen. Eine Hand wäscht die andere. Tamam, genau so sieht's aus. Geben und nehmen. Immer ein Geben und Nehmen zwischen uns. So sieht das aus. Und Mann, oder ich bin froh, die beiden wirklich kennengelernt zu haben, auch durch einen dummen Zufall. Jeder, der weiß oder meine Videos geguckt hat, der weiß, wie das zustande gekommen ist. Manchmal braucht es halt solche Umstände. Ja, und ihr hört im Hintergrund, mich beruhigt das. Habe ich ja schon mal gesagt. Und das beim Essen ist wunderschön, ne? Wir sind übrigens im Sarisol, falls jemand wissen möchte. Da hinten ist die Küche. So, jetzt nach dem Essen sind wir in der Reifenwerkstatt, hätte ich beinahe gesagt. Hier werden jetzt die Räder umgezogen. Ihr seht, ich habe hier immer noch Ersatzrad drauf, das ist auch schon total porös. Vorne sind zu groß und die sind jetzt hier im Kofferraum, da sieht man sowieso nichts. Auch in der Türkei. Mit Reifen ist alles ein bisschen anders als in Deutschland. Ja. Hier kann man auch Reifen noch reparieren. Tamam. Da ist Maschine. Hier wird der Reifen repariert. Und nicht gleich alles neu gekauft. Und man kann sich hier die Reifen auch günstig umziehen lassen. Alles. Also sind wirklich schon gut drauf. Jetzt zeige ich euch mal. Das ist ja das alte Rad, was wir hier haben runternehmen lassen. Hier ist der Riss, Leute. Und wie gesagt, der Reifen ist nicht geplatzt. Aber da bin ich halt über den Stein gefahren. Das ist meine eigene Schuld gewesen. Nicht lästern. Und das Ganze bei der Aussicht. Ja, Leute, wenn ihr wissen wollt, wo das ist hier die Kreuzung, wo die Mammutler-Uhr ist.
Ihr wisst unten. Ist das jetzt hier überhaupt? Ja, da ist er. Tamam. Einfach nur über die Kreuzung geradeaus drüber weg. Dann kommt man hier hin. Plastikpark. Autowaschgarage. Also hier ist wirklich alles vom wirklich. Ihr könnt hier Farben kaufen, lackieren lassen und. Und das ist alles so simpel hier. Hinfahren, machen lassen, fertig. Und das Ganze bei so einer Aussicht. Geil, Umat, oder? Schön. Tja, wenn wir dann jetzt hier fertig sind, dann geht's weiter nach Alanya. Dann werde ich mich ummelden in meine neue Wohnung. Und dann geht's schon wieder weiter. Bald zum Flughafen. Ja, so sieht das aus. So. Jetzt gibt's neue. Ach, der hat sogar Trommelbremse hinten. Ich dachte, der hat Scheibe. Vorne ist schon drauf. Jetzt kommt hinten. Ha, Distanzscheibe. Alles gut, mach ich mir auf dem Roller. Bringt noch nichts. So, Mann. Bei uns wird nichts weggeschmissen. Genau, alles verkaufen. Ja, Roller verkaufen. Hallo, das Geld, unser Geld. Ja. Aber weiter geht der Fende. Komm an. Der eine da, keine Ahnung, wer hier ist. Parayok am Jigjog. Jetzt gibt es noch mal frische Luft. Alles digital. Trotz Tieferlegung ist es doch gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte eigentlich. Alles digital. Okay. Das ist okay, tamam. Ja, Leute, ihr seht hier diese wunderschönen Figuren. Selbst die haben Maske auf. Allah, Allah. Haben wir vielleicht noch welche? Nein, haben wir nicht. Aber. Achso, hier ist übrigens eine Klimatisierung. Ist das stimmt. Was? Ist das nicht? Tja. Wer hat, der hat, ne? Hier ist der Alanya Spore. Laden, wo man Trikots und so kaufen kann. Also mir passt eins nicht, ich muss mir zwei zusammennehmen lassen. Ah, hier ist auch Pasolik, hier kann ich mir Tickets kaufen, wahrscheinlich für Alanya Spor, aber ich weiß nicht. Muss man wahrscheinlich auch gepikst sein. Banane, Banane! Sag mal. Leute, wollen wir ein bisschen Stress haben, heute wieder mit ummelden und dies und das und jenes. Und ihr habt es früher gesehen, meine Felgen, da hat er eine Schraube ein bisschen überdreht. Da muss ich jetzt einen Helicol-Einsatz rein. Wie also. Hat er gesagt? Ha, wir sind in Türkei, Abi. Ja, die Türkei, normal. Tamam, kein Problem. Ja, da lässt man jetzt halt einen Helicol-Einsatz reinballern. Da. Und macht halt alles doppelt. Egal, wir sind aber in der Türkei und ja, da muss man halt mit leben. Aber Leute, ganz ehrlich, das fehlt mir so ein bisschen. Mir fehlt so ein bisschen bei solchen Sachen die deutsche Qualität oder die deutsche Wertarbeit. Das muss ich
jetzt mal zugeben, weil viele sagen, was fehlt dir in der Türkei? Eigentlich fehlt mir an nichts, aber in gewissen Sachen fehlt mir halt die deutsche Gründlichkeit. Tamam! So, jetzt wird Adresse umgemeldet. Ich will jetzt nicht hier unbedingt zeigen, weil hier steht überall Security. Tamam, ihr hört's. Das ist aber am Hafen unten, ne? Die Rathaus, genau. Ich zeig's nachher von Weitem. So, und heute bin ich auch wieder froh, wie gesagt, dass mich die liebe Pia hier begleitet. Bei meiner ganzen Sache jetzt. Leute, wenn ihr schon IKMET habt und ihr seid hier schon gemeldet und registriert und ihr zieht nur um, dann braucht ihr euren Mietvertrag aktuell nicht mehr. Nicht begläubigen lassen beim Nachbar. Genau, richtig. Das heißt, ihr kommt noch mit eurem neuen Mietvertrag hier, eventuell eine Strom- und Wasserrechnung, damit nochmal die Adresse drauf bestätigt ist. Und dann geht das alles ganz normal seinen Gang. Heute gibt es auch noch ein Geschenk. Allah, Allah. Ich hoffe, da ist eine Schweinshaxe drin oder ein Krustenbraten oder sowas. Ja. Irgendwas. Mit Knödel und Blaukraut. Ja, genau. Oh Mann. Wir waren gerade zwar eine Suppe essen, aber die würde ich dann gerne stehen lassen. Und würde mich dann doch für den Krustenbraten entscheiden. Oder ein Kassler mit Kartoffelbrei und. Ich natürlich nicht, weil ich esse kein Schwein. Ja. Hast ich du nehme was? Aber die Knödel und den Blaukraut. Genau. Wir machen den. Für dich kriegst du einen schönen Putenbraten oder so. Tamam. Macht schon Spaß hier. So. Unten am Hafen, da ging ja noch alles glatt. Da hat alles funktioniert. Das Problem jetzt hier bei dem Gesetz hier, Götz oder Resi, das ist ja das Ausländeramt, sag ich mal. Dort müsst ihr dann doch einen beglaubigten, notariell beglaubigten Mietvertrag wieder haben. Auch wenn ihr schon den, alles habt. So, also Mietvertrag und so weiter. So, meine Lieben, ich wollte euch nochmal zeigen, was ich gekriegt habe. Und zwar, nicht nur ich, auch viele andere natürlich, als Geschenk. Ist wirklich so, dass man jetzt, ich habe ja beim eben gerade meine Adresse umgemeldet. Und es gibt tatsächlich einen kleinen türkischen Kaffee als Geschenk. Ich zeig, hab ich gerade gesagt? Ja, ich habe gedacht, da ist irgendwie, wie gesagt, ein Krustenbraten. Was soll da drin sein? Weiß ich nicht, ein Hamster oder sowas. Oder ein Vogel. War das Ding, warte mal, warte. Warten. Warten. Tamam. Warte mal, da muss normalerweise. Keks, aber Kekse sind keine drin. Kaffee? Oh, wirklich, bei mir war noch Lokum drin. Oh, siehst du, das ist zu teuer. Wir Deutschen sind zu teuer. Nee, vielleicht haben sie es auch abgeschafft wegen der Hitze oder so. Ja, wir haben nur gesehen, guck mal, der kriegt die Diätschale hier. Das langt auch. Oder? Ja. Hupen die schon wieder wie die Gestörten. Weil sie es können. Ja. Sie können so, jeder Hupe ist wichtig. Jetzt hast du auch ein Geschenk von der Alanya Belediyesi. Schau da, Alanya Belediyesi. Genau, Hoş geldin komşum heißt herzlich willkommen Nachbar. Hoş geldin ist Kuşum, heißt das? Komşum. Komşum, Nachbar? Ja. Okay. Komşum. Ja. Nicht Kuşum. Kuşum, die Kuşum heißt Vogel. Weiß ich. Aber alle sind ja dann so, nachdem ihr vorhin schon mal gesehen habt, dass das Gewinde hinten kaputt ist von einem Radbolzen, wird das jetzt fachmännisch hoffentlich nachgeschnitten, kommt ein Helikoil-Einsatz rein. Alles für eure Sicherheit und auch natürlich für meine. Neue Reifen sind drauf. Besser ist das. Tamam. Das sind übrigens auch die Jungs, die mein Auto TÜV fertig gemacht haben. Ja, ihr seht, es gibt kein böses Auge oder so. Alles gut. Sanae ist immer wieder ein Besuch wert. Oh, sogar Yokohama-Reifen. Junge, das sehe ich ja jetzt erst. Oh, mal gucken, wie alt die sind. Kann man irgendwo was sehen? Keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall sind sie gut. Keine Risse, nichts porös. Für alle Autoschrauber unter uns. Hier wird das Klimaservice
Und wie gesagt, alles wirklich so sehr akzeptablen Preisen heute. Guck mal, ich habe für die Verkabelung für meine Klimaanlage plus die Steckdose, was ich mir oben verlegt habe, 170 Tele bezahlt, das sind 17 Euro. Und auch hier, wie gesagt, in solchen Sachen alles sehr, sehr, sehr erschwinglich. Oh Leute, einmal zack, zack, zack ging das jetzt. Ihr hört es. Oder auch nicht? Was war's? Gut, dann das ganze Spiel nochmal von vorne. Ja. Kaputt, ne? Da muss ein Helikopter-Einsatz rein. Ich wollte gerade sagen, alles gut, hat alles geklappt. Der ganze Spaß hat mich jetzt 20 Tele gekostet. Tamam. Also nochmal von vorne. So, jetzt wollten sie nochmal Gewinde nachschneiden. Ich habe gesagt, nein, machen wir jetzt neu. Radlager hinten. Also zumindest das Lager, wo die Schrauben drin sind. Das Radlager sieht zumindest so aus. Kostet 200 Tele, 20 Euro, Leute. Lass ich jetzt neu machen, damit die Schrauben da drin noch vernünftig halten. Und dann ist alles gut. Also ja, für 200 Tele, für 20 Euro kann man da echt nichts sagen. Arbeit kommt natürlich doch noch drauf, aber so teuer ist das nicht. So, ihr seht. Jetzt kommt das Lager raus. Ist gepresst. Egal, komm, wir gehen Tee trinken. Und während die da jetzt arbeiten, gehen wir einfach mal einen Chai trinken. Nehmt euch mal mit. Genau. Tasa Ali, gell? Tasa Ali, weil er sehr frisch aussieht. Ich habe mich gefragt, ob er beim Friseur war. Nein, er hat wahrscheinlich nur ausgeschlafen, keine Ahnung. Oder einen Red Bull getrunken heute Morgen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht er sehr frisch und erholt aus. Ach, hier ist ein Motorrad, genau. Tamam. Und ihr seht, hier wird wirklich alles eigentlich repariert. Hier wird nichts neu gekauft oder wie auch immer. Wenn es halt nicht geht, so wie da jetzt, ich hätte es nochmal machen lassen können. Da war jetzt ein Helikol-Einsatz drin. Aber Leute, wie gesagt, das ist mir einfach zu gefährlich. War wieder übergedreht. Deswegen machen wir das jetzt neu. Und gut ist, wir gehen jetzt hier einen Chai trinken. Wenn nicht, trinken wir was anderes. Kaffee können wir auch, ne? Du bist Kaffee, wie trinkst du? Aus der Tasse? Ja, aus der Tasse. Mit Zucker, ohne Zucker, viel Zucker, Okta-Schäckerle. Schäcker? Wie Schäcker? Normal. Okta-Schäckerle heißt das. Ja. Das ist ja noch ein Bier, ja. Und noch die Pfanne. Und so ist der Tag. Schon wieder um. Jetzt kommt. Und wer so einen Ausblick hat, der kann gar keine schlechte Laune kriegen. So, und jetzt stehen wir hier an einem Hähnchengrill. Ja? Moment. Also er würde morgen früh kommen. So, jetzt geht's aber weiter. Schaut mal. Ich schick mir die Nummer, ja. Tamam. Holzkohle. War richtig lecker. Und wie das duftet, ja. Gibt's auch Hähnchenflügel. Aber das ist ja wohl sehr geil. Verlangen Essen. Dann, sehr geil. Tamam. Achso, übrigens für den Preis. Ein ganzes Hähnchen kostet 40 Tele, also 4 Euro ungefähr. Butt ist so dürüm, ne? So. Nein, Butt ist dünn. Achso. Ja, ich nehme 4 Stück. Insgesamt 4 Stück. Aber ich bezahle die selber dann. Hallo? Keine Ahnung, das ist Flügel oder so.
Typ. So, zum Gründenabschluss, Leute. Leute, ich bin wirklich fertig, vor allem noch in Gazi Pascha am Flughafen. Da alles fertig. Und ich glaube, ihr wisst mittlerweile, wo ich jetzt bin. Im Antep Kebabchi. Es gibt eine Merjimek. Die kann man immer essen, schmeckt immer lecker. Brot dazu, kleiner Salat. Ein bisschen Chajik. Ah, ja. Morgen geht der Stress weiter. Also ist wirklich, die letzten Tage ist wirklich hart. Aber wer schön sein will, muss leiden. Nein. Ist halt so. Wenn man umzieht und ne, TÜV und dies und das und jenes, hat man halt mal ein bisschen Stress. Aber es kommen auch wieder schönere Tage.